Wir sind wieder unterwegs, die Steffi und ich, der Franz. Und wir wollen heute die Hochburg bei Emmendingen besuchen. Jetzt wollte man eigentlich in die Hochburg reingehen und können nicht. Wir stehen am Haupttor. Corona macht alles unmöglich. Selbst eine Burgruine kann man nicht mehr besuchen. Schade. Ja. Jetzt überlegt man natürlich, was wir machen. Ja. Dann laufen wir halt außen rum. Das ist doch ganz einfach. Hier können wir aber noch mal einen Eingang und probieren wir es mal. Vielleicht hat der auf. Komm schnell mit. Oh je. Da wird es aber finster hier. Kann mal einer das Licht anmachen? Nee, der führt nicht in die Burg rein, der führt noch weiter raus. Ja, die Burg ist immer noch nicht voll erforscht. Hier entdecken wir gerade eine Grabungsstelle. Kein Mensch da. Wir genießen trotzdem die Sonne im Gesicht. Ja. Steffi hat wieder Fotomotive entdeckt. Wir laufen jetzt außen rum um die Burgruine und sie ist fleißig am Fotografieren. So, dann schauen wir sie halt von außen an und man hat schöne Fotos. Wir können ja nicht nur von der Hochburg sprechen und nachher nichts liefern. Wir hatten uns extra den Tag vorgenommen, um eben diese alte große Burgruine zu besichtigen. Und dass die zugemacht wird wegen Corona, also das überrascht uns schon ein bisschen arg. Aber so machen wir einen schönen Spaziergang. Es gibt noch genug zu sehen. Er sucht immer noch einen kleinen Eingang, der vergessen wurde zu schließen, dass wir doch noch auf die Hochburg rein können. Aber sieht nicht danach aus. Hier an der Seite sind doch mal Eingänge. Und ganz dunkle Verlies ist hier. Ich gehe mal rein, vielleicht kommt man hier hoch. Nee, da ist nichts. Ein Schild entdeckt, Zutritt verboten. Auch wieder einer der geheimen Seitenangänge. Und darauf steht, aufgrund des von der Landesregierung ausgesprochenen Betretungsverbotes von öffentlichen Orten ist die Hochburg bis auf Weiteres geschlossen. Die war schon beim ersten Lockdown zu. Da waren wir schon mal da und wollten Aufnahmen machen. Konnten nicht und da war schon der Zugangsweg gesperrt. Hab keine Ahnung, warum das so streng hier vorgenommen wird. Also Massenauflauf ist hier keiner, aber so ist es halt beim Fotografieren. Jetzt hat sie ein paar schöne Blättle entdeckt. Haben wir sie wenigstens umrundet. Umrundet haben wir die Hochburg. Jetzt gucken wir, dass wir noch eine andere schöne Sehenswürdigkeit finden, die vielleicht nicht verschlossen ist. Und sonst besuchen wir einfach eine Hüpfburg. Eine Hüpfburg, ja. Das wär's. Eine Hüpfburg. Aber die wird auch geschlossen sein.
Also Leute, wir sind doch nicht dumm. Wir lassen uns doch den Tag nicht nehmen. Wenn die Hochburg gesperrt ist, dann gibt es garantiert eine andere Burg. Und jetzt sind Steffi und ich bei der Landeck. Das ist eine Doppelburg. Die liegt auch bei Emmendingen. Steffi hat natürlich schon wieder ein Fotomotiv entdeckt. Ist doch ganz klar. Wenn ihr die Steffi mal seht, dann seht ihr sie immer mit Fotoapparat rumrennen. Und immer irgendwie was fotografieren. So, Doppelburg bedeutet, hier steht eine Burg neben der anderen. Also Steffi entdeckt natürlich nicht nur ganz große Mauern historische, sondern auch ganz, ganz, ganz kleine Gräser, Moose und andere schöne Dinge. Und wie gesagt, hier ist die große Burg. Da ist ein Schild. Ich befürchte, wir kommen heute auch nicht weit voran. Steffi entdeckt ein Fotomotiv nach dem anderen. So, jetzt ist schön, jetzt bin ich wieder zufrieden. Gehen wir durch das Tor rein. Das ist nicht ein Anblick hier. Die untere Burg. Hier war wahrscheinlich mal der Torbogen, der Eingang zur Burg. Hier dazwischen war der Burggraben. Der hat die untere Burg von der oberen getrennt. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Burg Landeck, geht einfach im Schwarzwaldführer auf die Seite Emmendingen und dort zur Burg Landeck. Dort habe ich eine ganze Menge Texte, Informationen stehen. Da könnt ihr euch gut informieren. Haben wir heute ein schönes Wetter erwischt, um hier die Burgen anzugucken. Jetzt hat es ja gut geklappt. Jetzt kann man in aller Ruhe hier gucken. Vor allem schöne Fotos machen und Film drehen. Schatzi ist auch schon wieder voll im Einsatz. So, jetzt muss ich mal gucken, was Franz wieder alles entdeckt hat. Geschichtlich weiß er ja auch noch sehr viel, mal zu horchen, ob er irgendwas zu berichten hat. Der Palas der Unterburg und er diente dem Familienleben der damaligen. Das hier war die alte Burgkapelle. Franz, du kennst dich hier immer überall ganz gut aus. Du kannst geschichtlich ja immer schon so viel vortragen. Da muss ich ja noch einiges dazu lernen. Ich müsste jetzt ablesen oder auswendig lernen. Ach, im Laufe der Zeit kriegt man ziemlich viel mit. Man liest sich auch ein. Geschichtsbücher, Heimatbücher. Und ja, wenn man dann auf Fototour ist, dann möchte man natürlich auch wissen, wie kommt es zustande, warum stehen hier die Bauwerke, was hatte das für einen Einfluss auf die Umgebung. Und dann versteht man auch vieles ganz neu. Die Burg hat natürlich noch ein paar Bewohner. Es sind allerdings Tauben, die sich hier niedergelassen haben. Ich weiß nicht, ob man sie im Bild so gut sieht. Da oben, da sind und hier sind. Auf drei Etagen leben die geflügelten Bewohner. Der Palas, der Unterburg. Und Palas links der Oberburg.
möchte natürlich schauen, was du da fotografierst. Aus dem Fenster raus in die Landschaft rein. Ah, eine coole Idee ist das. Also manchmal muss man ja ganz merkwürdig dastehen, um ein gutes Fotomotiv zu kriegen hier. Also Steffi, pass auf, dass du nicht nach hinten fällst. Also, ich habe einen Aufgang gefunden. Ah, Achtung, der Aufenthalt im Bereich des Ruinengeländes ist gefährlich. Heute nicht und wir passen auch auf. Oh, wo ist jetzt der Franz hingestoppt? Muss ich mal schnell gucken. Ist hier jemand zu Hause? Ja, die Steffi filmt jetzt mich und ich die Steffi. Ja. Und ich wollte eine Überraschung machen. Also gehen wir hoch. Dann. Bist gestolpert, das macht also, nichts. Nur nicht hinfallen. Alles der Oberburg. Ja, viel sieht man nicht, aber man sieht noch die Stelle, wo der Kamin war früher. Es waren ein paar Stockwerke. Eins, zwei, drei Stockwerke hatte das Gebäude. Da gehen wir noch einmal kurz hoch, oder? Bis zur badischen Flagge. Genau. Steffi ist Schwäbin. Und da oben ist eine badische Flagge. Die beißt mich nicht. Die Sonne scheint ziemlich heftig. Also wie viel Grad dürfen wir jetzt hier haben? 20? Fast. Gefühlt. Gefühlte 20 Grad. Hallo. Das Burgfräulein ruft. Steil hier. Oh. Und jetzt Titanic. Was hast du Schönes entdeckt, Kassle? Einfach nur so ein bisschen in die Gegend gucken, wie schön ist das denn. So, hier kann man ganz gut den Burggraben erkennen. Hier unten die Oberburg, die Unterburg und hier da die Oberburg. Von hier aus hatten die Herrscher eine ganz schön weite Sicht. Wenn es kein Nebel unten wäre, dann würden wir die Vogesen erkennen, das Elsass sogar. Aber so ist es auch schön. Ja, jetzt geht es wieder langsam zurück. Wir haben den Tag ganz schön genossen. Ha, toll. Und trotz Corona konnten wir was unternehmen.
Übrigens, das da, das ist mein Schatten. Und das ist meiner. Das dort ist Steffis Schatten. Sie winkt. Ha! Steffi. Oh, da muss man aufpassen, dass man sich der Kopf nicht ansteckt. Und ich gehe jetzt nach Hause. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Eindrücke zeigen konnten und auch zeigen konnten, dass man einfach trotz Corona etwas unternehmen kann. Die Hochburg war zwar geschlossen, aber Burg Landeck hatte auf und so gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Sehenswürdigkeiten im Schwarzwald. Die zeigen wir euch so peu à peu. Ja, wir werden immer wieder neue Dinge zeigen. Bis bald und liebe Grüße. Tschüss. Und guckt wieder rein. Tschüss.